Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Playlist auf meinem Kanal. Ich wollte mal eine Kleinigkeit ausprobieren. Ich weiß nicht, wie lange ich das spielen werde. Mal gucken, solange es mir Spaß macht. Und zwar, ich befinde mich gerade in der neuesten Minecraft-Version, der Version 1.11.2. Und ich habe einen Mod installiert, der sich prinzipiell... Moment. Wordname, das nenne ich doch mal ganz einfach gleich LP. So, und ich kann jetzt bei World Type nehme ich, da war es gerade, Cube World ausnehmen. Genau, Cube World, allow cheats off. Genau, Cube World. Das sieht gleich ziemlich interessant aus. Die Welt besteht quasi aus, ja, aus Cubes. In Glas quasi gefangen. Jedes Biom hat seine eigenen Cubes, auch Strukturen wie NPC-Dörfer, Dungeons, Ender, Festungen. Sogar wenn man in den Nether gehen würde, sieht dort auch alles Cube-mäßig aus. Auch das Ende sehe dann Cube-mäßig aus. Ich starte einfach mal. Ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Ich spiele übrigens mit einem Texture-Pack. Wie man sicherlich schon erkennen kann. So, das könnte es ein bisschen dauern. Der Ladeprozess ist ein bisschen anstrengend. Loading World. So, das Laden braucht ein bisschen. Wir können uns hier schon mal umgucken. Wir sehen hier jetzt aktuell gerade noch nichts. Lade, 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 lade. So. Okay. Ja, ihr seht schon, was ich meine. Die Welt, die Biome, die sind in solchen Kästen dargestellt. Davon gibt es einige hier. Da sehen wir zum Beispiel ein Schneebiom. Da ein Wüstenbiom, dann noch ein Schneebiom. Hier noch ein Wüstenbiom, hier auch noch eins. Das könnte irgendwie was anderes sein. Okay, und ich muss jetzt aufpassen. Was ist denn das hier schon wieder? Hier ist doch schon wieder etwas, was mir auf die Eier geht. Genau, dieser dämliche Auto-Jump. Okay, ich würde mal sagen, ich fange schon mal an. Hä? Was ist jetzt los? Wieso kann ich diesen Baum nicht abbauen? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Könnte es sein, dass diese Welt minimal am Ruckeln ist? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube aber schon. Okay, es war nur kleine Anfangsruckler. Das sei dem Spiel verziehen. So, und die Frage ist, wie überleben wir in dieser Welt? Wie überleben wir hier? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Wieso sieht das hier alles so komisch aus? Das sieht irgendwie alles nicht so ganz richtig aus, was ich hier mache. Es sieht hübsch aus, aber es sieht irgendwie nicht richtig aus. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das sieht nicht richtig aus. So, wir machen das erstmal ein paar Gegenstände. So, die drei Sachen wären, denke ich mal, sinnvoll. So, jetzt habe ich das Achievement Getting Wood bekommen. Das finde ich wirklich sensationell. Wie gut, dass ich das vorher noch nicht geschafft habe. So. Okay, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Okay, wir sind hier in so einem Dingsbums-Biom.
Ne, hier Tiger oder wie das heißt. Oh, das sieht natürlich auch sehr interessant aus. Da ist es ziemlich dunkel. Wir haben Holz. Okay, Schnee, Schnee, Wüste. Oh, hier Dschungel. Hier ist ein Dschungelbiom. Da ist ein Pilzbiom. Sehe ich vielleicht irgendwo schon. Okay, da ist irgendein Schluchtbiom wahrscheinlich. Ich kann bisher, über uns ist glaube ich nichts, kann ich vielleicht schon ein NPC-Dorf oder so ausmachen? NPC-Dörfer werden quasi als einzelne Gebäude dargestellt. Also ich sehe kein Dungeon-Biom, das da scheint ein Höhlenbiom zu sein oder so. Ziemlich viele Schneebiome. Ich sehe kein Dungeon-Biom. Ich sehe auch kein Dorfbiom. Oh, hier sind ganz viele Schweine auf der Glasscheibe da unten gespawnt. Ist bei uns oben drauf auch was gespawnt? Haben wir hier Tiere in unserem Kasten? Ich glaube nicht, oder? Wir haben hier Pilze. Schade, ich sehe leider kein Dorfbiom. Da hätten aber noch eine sehr, sehr coole Hülle. Ich sehe kein Dorf. Doch, da. Genau, das meinte ich. Dieser kleine Kasten, da ist ein Dorfbiom, quasi ein Gebäude. Genauso sehen quasi auch Dungeons aus. Wahrscheinlich auch Endfestungen. Die werden quasi auch als so ein Kasten dargestellt. Okay. Gut, ich muss mal einen ganz kurzen Cut machen. Bis sofort. So, da bin ich wieder zurück. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir vor? Was machen wir? Ich sammle hier erstmal sehr, sehr viele Saplings ein. Ist das hier auch Holz? Das ist auch Holz, okay. Gut zu wissen. Okay, ziemlich viele von diesen Pilzen. Ich würde mal sagen, ich gucke mal, dass ich mich hier jetzt gerade ein ganz klein bisschen nach unten buddel. Einfach aus dem Grund, ich brauche Stein. Und ich muss mir einen Überblick verschaffen. Ich kann auch schlecht einschätzen, wie tief es jetzt hier nach unten geht in unserem Cube. Ich glaube, da unten ist schon Ende, oder? Ja, da unten ist schon Ende. So, da mache ich mir schon mal einen Ofen. Na komm. So, dann stelle ich den Ofen schon mal hier hin. Okay, wie war es nochmal mit Holzkohle? So, muss ich mal gucken. Wie macht man nochmal Holzkohle? War das so rum? Okay, dann war es andersrum. Dann machen wir doch mal ein bisschen Holzkohle. Ich glaube, es wird auch gerade dunkel. Das Blöde ist, ich muss jetzt natürlich springen, wenn ich hier hoch will. Wie gehen wir hier am besten vor? Ja, das Blöde ist, ich habe in meinem Cube leider kein Wasser. Deswegen macht Anpflanzen auch nicht so wirklich Sinn. Wo waren noch mal diese ganzen Schweine? Wo habe ich noch mal eben diese ganzen Schweine gesehen? War das hier? Das war auch nicht hier. Wüstenbiom, was ist das? Ist das ein Dschungelbiom? Hier ist auf jeden Fall ein Ozeanbiom.
Okay, da sind auf jeden Fall schon Monster gespawnt, weil es im Meerhammer dunkel ist. Da sind die Schweine, okay. Ja, wie komme ich da runter? Ist natürlich auch die Frage. Wie überlebt man in einem Cube? So, was ich auf jeden Fall machen sollte, ist, ich sollte den Cube definitiv ausleuchten. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Ich sollte hier definitiv gründlichst ausleuchten. So, ich möchte nämlich nicht, dass hier in meinem Cube irgendetwas spawnt. Das würde ich relativ scheiße finden. Die Frage ist nur echt, wie komme ich an Essen? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Wie komme ich an Essen? Wie mache ich das? Egal, ich muss erstmal ausleuchten. 20 Fackeln habe ich wieder, das ist ein bisschen was. Hier komm, hier packe ich auch noch eine hin. Beim Ausleuchten spare ich nicht. Definitiv nicht. So, da hinten, hier ist auf jeden Fall noch dunkel. Ja, komm, hier. Hier muss was hin. So, das sieht doch gut aus hier. Da in der Ecke, da fehlt noch was. Da fehlt noch definitiv was. So. Na komm. Sehr gut. Okay. Ein bisschen Holz könnte ich noch mitnehmen, habe ich gehört. Na super. So. Okay, es wird Nacht. Wo ging es nochmal runter? Ich glaube, hier ging es runter. So. Gut, dann tun wir hier das nochmal rein für ein bisschen mehr Kohle. Okay, dann hoffe ich mal, dass das hier jetzt halbwegs sicher ist. Na komm schon, gib's mir. Aber ich hoffe, in meinem Cube gibt es wenigstens ein paar Ressourcen. Ein paar wenige. Das würde mich doch sehr freuen. So, einmal können wir noch. So, packe ich die mal hier rauf. Ja, so. Da machen wir uns schon mal ein bisschen Steinsachen, wie zum Beispiel ein Steinschwert. Das wäre ja schon mal recht sinnvoll. Genauso wie eine Steinspitzhacke. Ich würde mal sagen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass nichts von hinten kommt und spekuliere darauf, dass ich in dieser Folge hier noch unter Tage etwas finden werde in unserem Cube. Vielleicht ein bisschen Kohle, das wäre nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen Eisen. Irgendetwas wird es in unserem Cube ja schon geben. Boah, ich bin übrigens so froh, dass wir nicht in einem Wüstenbiom oder so gestartet sind oder in ein Ozeanbiom. Also, dass wir wenigstens einen Cube bekommen haben, der Bäume hat zum Beispiel. Das ist ja schon mal recht vorteilhaft.
Ein Cube, der Bäume hat. Und Gras ist natürlich auch ziemlich gut, dass unser Cube Gras hat. Das Blöde ist natürlich nur, wir haben absolut kein Wasser. Was ist das denn hier? Ach so, das ist wieder einer von diesen neuen Steinen. Generell, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was in Minecraft alles so neu dazugekommen ist in der 1.11.2. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich weiß, dass es wohl auf jeden Fall neue Tiere und so weiter geben soll. Das ist mir durchaus bewusst. Ach scheiße, Wasser wäre natürlich relativ cool. Okay, jetzt sind wir hier schon am anderen Ende angekommen. Das sieht schon cool aus, wie überall diese Biome fliegen. Nun gut. Oh, sehr gut. Kohle, richtige Kohle. Na, das nehme ich doch sehr gerne mit. Dass ich das hier noch erleben werde, richtige Kohle in meinem Bio. Mann, Mann, Mann. So, bauen wir den ganzen Quatsch mal ab hier. So. Oh, sehr gut hier. Richtige Kohle. So will ich das sehen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Vielleicht noch ein bisschen Eisen oder wäre das schon zu viel des Guten? Alter, okay, also das ist cool. Das Kohlevorkommen, das kann sich sehen lassen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Okay, ich würde mal sagen, wir buddeln uns mal hier noch in diese Richtung ein bisschen. Theoretisch wäre es eigentlich auch total sicher, wenn wir... Im Moment können Monster auf Glas spawnen. Ich war nämlich am überlegen, dass man sich nachts einfach... auf den Cube zurückziehen könnte, also auf die Glassachen. Aber ich glaube, Monster spawnen auch auf Glas. Da sind die Schweine. Okay. Da würde ich natürlich sehr gerne runter, aber ich weiß nicht, wie ich da runterkommen soll, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Wir machen es gleich mal am besten zwei Stück. So. 24 Kohle, das ist ja doch schon einiges. Das Gute ist natürlich, unter Tage verbrauchen wir extrem wenig Essen. Weil wir quasi nicht springen, nicht rennen. Okay, wir haben es wieder mit dem ein oder anderen Lag zu tun. Sehr gut. Also irgendwie ist die neue... Ist die neueste Version nicht gerade so performant. Also, das ist ja wohl frech hier. Das ist Eisen, oder? Also ich finde dieses Verhalten der Blöcke, finde ich komisch. Oh, da war das Dorf. Kann ich vielleicht irgendwo auch einen Dungeon sehen? Oder ein... Eine Endfestung, die dürfte quasi, also die beiden anderen Sachen dürften quasi auch ungefähr so aussehen. Ich sehe schon, Minecraft hat mich gerade ganz doll lieb.
Ist das denn noch Eisen? Eisen, sehr gut. Na, das kann ja dauern, bis wir den ganzen Kram hier abgebaut haben, wenn das so weitergeht. Wie komme ich hier runter? Ich glaube, das Intelligenteste wäre, wenn ich mir zum Ziel setzen würde, dass ich mich quasi eher hochbaue. Ja, wobei über uns sind ja keine anderen Sachen. Hochbauen geht ja schlecht. Wo will ich mich hochbauen? Über uns ist ja quasi nichts. Die Sachen spawnen ja ungefähr auf unserer Höhe oder halt unter uns. Ah, das geht mir gerade hier ein bisschen auf den Sack. Ich muss mal kurz reconnecten. Das kann ja so nicht angehen hier. So, wir laden noch mal neu rein. Ja, das funktionierte echt super hier. Also ich bin begeistert über diese performante Version der 1.11.2. Also die 1.11.2, die ist so performant. Ich habe noch nie so was gesehen, ey. Leck mich am Arsch. Die 1.11.2 ist das performanteste Minecraft, was ich jemals gespielt habe. Definitiv. Liegt das an einem Texture Pack? Ich weiß es nicht. Könnte das an dem Texture Pack liegen? Fragen über Fragen. So, hier war soweit kein Eisen mehr. Nur noch hier unten wäre es. Wüste, 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 Lava. Da würde ich ja gerne hin, wobei wir können wahrscheinlich mit den Dorfbewohnern gar nicht so wirklich tauschen. Denke ich mal. Wir brauchen ja dafür diese Emeralds bzw. Smaragde, um mit denen zu handeln. Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal Kohle und Eisen gefunden. Ich glaube, viel mehr werden wir hier in diesem Biom auch nicht finden, in diesem Biomwürfel, weil für andere Sachen müssten wir theoretisch tiefer und das geht ja nicht. Ne, unser Block ist ja bald auch nach unten hin zu Ende. Ich glaube, unter uns sind vielleicht noch so, keine Ahnung, zwei, drei Blöcke oder so. Dann war es das ja auch schon. 16 Eisen, das ist auf jeden Fall sehr gut. Eisen, jede Menge Kohle. Ein Enderman. So, dann kann ich mir schon mal... Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. So, ein paar mehr Stees. Dann kann ich mir schon mal eine Eisenspitzhacke machen. So, natürlich will ich erstmal Stein aufbrauchen, aber die Eisenspitzhacke, die kann auf jeden Fall schon mal nicht schaden. Das Eisenschwert wäre natürlich auch nicht schlecht. So, Eisenschwert, Eisenspitzhacke, das dürfte erstmal reichen. Dann kann ich mich hier erstmal an Rüstung versuchen. So, ein paar Fackeln könnte ich auch schon machen. So. Dann habe ich aber wieder ein paar.
Burn, burn, burn. Andesit. Diorit. Okay, die Sachen kenne ich, glaube ich, sogar noch. Okay, wie gehe ich dann vor? Ich würde sagen, in der nächsten Folge werde ich mir zum Ziel setzen, ja, dass ich mal einen zweiten Cube erforsche. Unser komisches Tiger-Biom ist zwar ganz cool, aber die Tatsache, dass wir gar kein Wasser haben, um irgendetwas anzupflanzen und gar keine Tiere, die wir theoretisch züchten könnten, also kein Wasser, keine Tiere, das sind natürlich sehr schlechte Voraussetzungen. Ich würde doch gerne woanders hin. So, ich würde mal sagen, was könnte ich mir daraus machen? Ich könnte mir theoretisch eine Brustplatte machen, das mache ich auch. Die anderen drei Eisen hebe ich mir erstmal auf. So, was mache ich denn hier? Zack. So, habe ich schon mal eine Eisenbrustplatte. Gut, und ich würde mal sagen, an der Stelle werde ich auch die erste Folge beenden. Wie gefällt euch das Projekt? Schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich mal zusehen, dass ich den Cube hier verlasse. Weil Wasser wäre nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mir aus den drei Eisen einen Eimer machen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Muss ich mal gucken. Wir brauchen Wasser, wenn wir hier Getreide und so weiter anpflanzen wollen. Wir brauchen generell irgendwie Tiere. Wir haben jetzt noch nichts wirklich an Essen verloren. Ach, da unten würde ich gerne... Die Schweine würde ich gerne absnacken. Na, wie komme ich da runter? Haben wir hier bei uns Sand? Warte mal. Ich könnte mich in der nächsten Folge zum Sandbiom rüberbauen und den Sand benutzen, um den hier quasi runterfallen zu lassen. Da sind auch irgendwelche Sachen. Die Schweine da, die würde ich auf jeden Fall irgendwie gerne... mal gucken. Gut, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao.